Hast du eigentlich mitbekommen, dass es viele A-Klasse- und Mercedes-Fans gibt, die der Meinung sind, ich würde immer nur Mercedes dann machen, wenn ich was hätte zum Motzen über die Marke? Hast du das mitbekommen? Nee? Okay, mir fällt das auf. Manch einer wird sich also dementsprechend die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Oh nein, Habi hat wieder einen Mercedes bekommen und Habi wird wieder motzen. Nein, darum geht's gar nicht. Ich habe sogar extra Lob eingepackt bei diesem Auto. Bevor es mit dem Video losgeht, empfehle ich euch unseren Werbepartner Wildfood. Warum, wieso, weshalb, habe ich schon oft erklärt. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, dass ihr es jetzt selber ausprobiert. Unter dem Video, da ist ein Code, 15% sparen mit dem Rabattcode HABI15. Dieses Auto ist ein GLA 250e, ein sogenannter Plug-in Hybrid. Und jetzt müssen wir als allererstes mal die Frage klären, was ist denn eigentlich ein GLA? Alle Hersteller machen momentan oder machen mittlerweile das Gleiche. Wir haben immer noch kein Lego hier, Flo. Wir brauchen eigentlich endlich mal Lego hier, damit wir den Leuten die Sache mit dem Baukasten vernünftig erklären können. So lange müssen wir auf die Special Effects 1.0 zurückgreifen. Alle Hersteller machen etwas, das nennen sie Plattformtechnik. Bei Mercedes-Benz gibt es im Prinzip mal zwei grundsätzliche Plattformen, MFA und MRA. Das eine ist die Antriebsplattform für Front, MFA, modulare Frontarchitektur. Und das andere ist für die Heckantriebsfahrzeuge. Soweit, so normal, nichts Schlimmes. Und alle Hersteller entwickeln diese Generation natürlich weiter, denn ich meine, ich muss es euch nicht erklären, ne? Die Anstrengungen, die Automobilhersteller in den nächsten Jahren machen müssen, die werden ja nicht leichter. Stichwort CO2-Einsparungen. Diese Plattformen ermöglichen aber auch etwas, was dem jeweiligen Marketing der Hersteller gut gefällt, aber auch den Kunden gut gefällt. Denn auf einer Plattform entstehend kann man verschiedene Fahrzeuge bauen, ohne dass ich jedes einzelne Auto neu entwickeln muss. Die Standardentwicklungszeit von ehedem mal 7 bis 15 Jahren für ein Fahrzeug verkürzt sich somit massiv. Warum? Weil ich innerhalb einer Plattform all die Komponenten verwenden kann und eigentlich nur eine neue Karosserie drumherum forme. Bei den meisten Herstellern ist es so, dass Motor, Getriebe, der Kabelbaum, das Entertainment-System und so weiter, das sind die entsprechenden Bausteine, die Achsen sind die entsprechenden Bausteine und dann stapelt man das zusammen, steckt das zusammen und macht ein Häuschen oben drauf. Und heraus kommen eigenständige Modelle. Die MFA-Plattform, MFA, die erste, die war die erste mit der für neue A-Klasse damals. Die A-Klasse, die neue, ist die, die ich meine, die nicht mehr mit dem Elch verlobt war, ne, die danach. MFA 2 ist die neue. Und was passiert, was haben sie gemacht, ist, du hast nicht nur eine Architektur für die A-Klasse, du kannst auch noch die B-Klasse da drauf bauen. Du baust da drauf auch noch ein viertüriges Coupé, einen CLA. Du baust da drauf einen kleinen Kompakt-SUV und du baust da drauf einen kleinen Kompakt-SUV. Okay. Aber es gibt ja nicht nur diese vier Modelle. Nein, von der A-Klasse gibt es auch noch eine Limousine. Die hat vier Türe und einen Kofferraum, so wie der CLA im Prinzip, aber eine andere Karosserieform. Und weil es keinen Kombi gibt, gibt es einen CLA Shooting Brake noch. Also ihr seht schon, einen Baukasten entwickeln, ein Angebot an Motor- und Getriebevarianten entwickeln, die Dinger crashen. Und dann, ja, Crashtests müssen teilweise komplett neu gefahren werden, je nach Karosserievariante. Aber vieles lässt sich natürlich schon vorausberechnen. Und damit spare ich massiv Entwicklungszeit und habe nicht aus einem Modell, aus einem Baukasten ein Auto gebaut, sondern habe gebaut 1, 2, 5, 6, 7. Und wenn ich was vergessen habe, einfach unter dem Video drunter kommentieren. Ich freue mich immer über die Leute, die am Computer sitzen
Und während Sie das zweite Fenster offen haben am Browser, können Sie dann nachschauen, dass das, was ich hier erzähle, auch wirklich wahr ist. Das Spannende also bei den Fahrzeugen, und das ist aber jetzt auch nicht negativ zu sehen, ich habe es auch hier extra dazu geschrieben, Vorteile, ja? Vorteile, Kosten und Entwicklungszeit. Ich habe unter die Nachteile geschrieben, Langeweile. Das kann man jetzt so sehen oder so sehen. De facto ist es aber ein Vorteil für die Automobilhersteller. Denn ich kann, wenn ich eine Motorenvariante habe, eine Antriebsvariante, die relativ schnell, willst du gucken, ob der Ton läuft? Ja. Ist es nicht zu spät dafür jetzt? Nein. Läuft der Ton? Ja. Ich habe auch zu Hause Spiegeleisen ausgemacht. Du kannst, das ist gut. Ein förmliches Lob an meinen Kameramann. Du kannst eben verschiedene Motorenvarianten und Antriebsvarianten ganz schnell für die ganze Range an Fahrzeugen anbieten, die du ja hast in deinem Programm. Wir haben uns ja gerade gelernt, wie weit man da sich ausstrecken kann. Und dementsprechend gibt es glücklicherweise jetzt auch den Plug-in-Hybrid-Antrieb im GLA. Wir haben das Video ja schon gemacht zur A-Klasse A250. Und in der Tat ist es tatsächlich schwierig, ein zweites Review zu machen, weil die Technik ist in groben Zügen die gleiche. Das sind Feinheiten, die sich unterscheiden. Ich möchte euch das Auto aber trotzdem vorstellen. Wir gehen auf ein paar Feinheiten ein, die ich gefunden habe, die erwähnenswert sind. Und wir gehen sogar auf einen Punkt ein, an dem manch ein Mercedes-Nerd, der mir bei der A-Klasse noch vorgeworfen hat, ich würde ja hier immer nur die Marke zerreißen wollen, dem widerspreche ich dann damit. Und der wird sehen, also vielleicht, ne? Gut, ich erinnere euch dran, wenn wir an diese Stelle kommen. Spannend ist im Übrigen, man nennt das im Marketing das Thema Upselling. Ne? Also Upselling ist zum Beispiel, was ist ein gutes Beispiel für Upselling, Flo? Upselling ist zum Beispiel, möchten Sie Pommes zu Ihrem Big Mac? Möchten Sie, ne, Upselling ist ein klassisches Beispiel, Mac-Menü bei McDonald's ist ein klassisches Upselling-Produkt. Weil anstatt einfach nur den Burger zu essen, den du wolltest, nimmst du noch die Pommes dazu, an die du vielleicht gar nicht gedacht hast, und du nimmst das Getränk auch noch gleich dazu. Klassische Upselling-Themen sind aber auch bei IKEA zu finden, wo du reingehst, um einfach nur eine Schraube zu holen für dein Billigregal, was gefehlt hat, und dann gehst du raus mit einem neuen Hausstand und den obligatorischen Duftkerzen. Ne? Ähnliches machen die Automobilhersteller mittlerweile auch. Spannend zu sehen ist das zum Beispiel an dem Deckungsbeitrag für diese Fahrzeuge. Während eine normale A-Klasse, ich wiederhole nochmal, wir reden über die gleiche Architektur, wir reden über die gleiche Technik, wir reden über die gleichen Motoren, wir reden über die gleichen Getriebe, wir reden über die gleichen Achsen, wir reden über die gleichen Optionen in der Ausstattung, wir reden über die gleichen Komfortmerkmale, wir reden über die gleichen Sicherheitsassistenzsysteme. Während also eine A-Klasse bereits als A160 bei 26.900 Euro anfängt, ist die B-Klasse schon mal nur mit einem Motor eine Nummer größer zu bekommen, fängt bei 30.000 an. Der CLA als Shooting Brake ist wiederum als 180 auch erhältlich, ist dann aber schon bei 32.550 Euro, weil das natürlich ein viel hipperes Fahrzeug ist als die A-Klasse. Und der GLA, der dann in dem beliebten SUV-Segment ist, der fängt als 200er schon bei 36.700 Euro an, hat also einen größeren Motor als den, aber ansonsten nur ein anderes Karosseriekleid und liegt schon mal einfach fast 10.000 Euro obendrauf. Und wenn du das dann als Plug-in-Hybrid nimmst, so wie unseren Testwagen, dann bist du schon bei 45.019 Euro und hast eigentlich nichts anderes bekommen als einen Baukasten, in dem man sich an den verschiedenen Technikprodukten bedient hat und das Ganze in eine Form gewürfelt hat, die ein sogenanntes Lifestyle-SUV ergibt. Das hat natürlich keinen Allradantrieb. Eigentlich ist das auch kein SUV. Was haben wir letztens gelernt, Flo? Was sind eigentlich SUVs, die keinen Allradantrieb haben? Crossover. Ja. Crossover-Modelle. Diese Crossover-Modelle, das meine ich gar nicht böse, die haben auch einen Vorteil. Denn während ich zum Beispiel in der normalen A-Klasse beim Ein- und Aussteigen meinen Ranzen einziehen muss und den Kopf verrenken muss,
ist das Ein- und Aussteigen in den GLA. Machen wir die Musik leise. Ist das Ein- und Aussteigen in den GLA wesentlich bequemer. Warum? Naja, weil ein GLA eine steilere Scheibe haben darf, weil ein GLA höher sein darf. Nein, weil ein GLA höher sein muss, weil er ja lifestyliges SUV ist. Ich finde es ja auf der einen Seite als Beobachter des Automobilmarktes höchst unterhaltsam und es ringt mir viel Respekt ab. Wenn ich sehe, was Automobilhersteller machen können und die Leute kaufen es. Hier im Fahrzeug habe ich außer mehr Kopffreiheit keine anderen Varianten als in der normalen A-Klasse. Ich kann hier keinen Sitz einbauen, der als Schleudersitz dient. Ja? Ich kann mir keine Dusche reinbauen. Es gibt viele Dinge, die hier nicht funktionieren, genauso wie in der A-Klasse nicht funktionieren. Wie soll es auch gehen? Es ist die gleiche Basis. Dennoch, es ist das praktischere Auto. Und somit hat es natürlich auch seinen Sinn. Ihr seht es übrigens, ich bin das Auto tatsächlich gefahren. Wenn ihr wissen wollt, wie er sich fährt und was ich von dem Plug-in-Hybrid-Antrieb halte, dann könnt ihr aber genau das A-Klasse-Video wieder anschauen. Denn der einzige Unterschied im Fahren ist, dass dieses Auto mit Reifen mit einem höheren Querschnitt kommt. Reifen mit einem höheren Querschnitt sind per se etwas komfortabler. Das Fahrzeug an sich ist höher als die A-Klasse. Und insofern sind auch die Federdämpferabstimmungen im Grundsetup, würde ich sagen, ein bisschen sanfter. Der direkte Vergleich, den habe ich nicht. Das müsste man direkt nebeneinander fahren. Aber den Komfortvorteil, da sind wir wieder bei dem Komfortvorteil des Crossovers, ist sofort spürbar. Der Rest ist genau das Gleiche. Auch mein Lieblingsmotor mit seinem 1,3333 Liter Hubraum. Und auch die Verbindung mit dem 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe ist das Gleiche. Und die Probleme sind auch die gleichen. Es gibt aber dennoch etwas, was dieses Auto nicht kann, was die A-Klasse konnte. Jetzt machen wir so einen Spannungsbogen, Flo, oder? Ja, du musst aber auf die andere Seite gehen. Okay. Liebe Mercedes-Fans, ich habe eine Frage an euch. Viele von euch haben sich aufgeregt, als ich in der A-Klasse diesen Spalt hier bemängelt habe, an dem so ein scharfer Grat sitzt, an dem sich unbedarfte Menschen gefährliche Fleischwunden zuziehen können. Warum hat dieses Fahrzeug diese Stelle nicht? Es ist doch das gleiche Segment, es ist doch die gleiche Technik, es ist die gleiche Marke. Wenn also all eure Entschuldigungen, die ihr hattet, und all eure Relativierungen zu meiner Kritik passen, warum hat es dann das Auto nicht? Nix. Keine Kante. Ich möchte ja fast behaupten, Es gibt zwei Optionen. Option 1 ist, bei Mercedes-Benz haben sich genug Menschen verletzt, nachdem sie dann gesagt haben, okay, scheiße, machen wir anders. Option 2 ist, der höhere Deckungsbeitrag von SUVs. Achso. Was kann ich für dich tun? Option 2 ist, der höhere Deckungsbeitrag bei SUVs sorgt dafür, dass man ein bisschen liebevoller mit den Details umgeht. Das wiederum führt mich aber zu meiner ersten Kritik, die da lautet, für das Preis eines Premium-Fahrzeugs ist in der A-Klasse zu wenig Liebe verpackt. Ganz generell ist der GLA sowieso die praktischere A-Klasse. Der Kofferraum ist groß, der Kofferraum ist praktisch, er ist leicht zu beladen, er hat die richtige Ladekantenhöhe, er ist sauber verarbeitet und ich kann ihn hier 40-20-40 umklappen. Passt. Und auch im Innenraum, gehen wir auf die Rücksitzbank. Geh du mal da auf die Rücksitzbank, ich gehe mal hier auf die Rücksitzbank. Und auch im Innenraum bleibt eben deutlich mehr Platz. Vorteil GLA, höhere Dachlinie, mehr Platz im Innenraum.
Und was man sich mit dem GLA natürlich auch viel besser erlauben kann, ist so diese Altaren-Farbkombination. Helles Leder innen und einen merkwürdigen Lackton außen. Das ist schon fast klassisch zu bezeichnen. Passt auch so ein bisschen zu der Eiche Furnier, die da vorne verpasst wurde, der ja vorne reingedübelt wurde ins Armaturenbrett. Na, ist so ein bisschen wie zu Hause bei den Leuten, die als Zielgruppe für dieses Fahrzeug gefunden wurde. Das hört sich jetzt wieder alles so an, als würde ich mir so ein GLA von Mercedes-Benz nur geben lassen, um die in die Pfanne zu hauen. Nee, mache ich nicht. Ich bin der Meinung, dass das ein gutes Auto ist. Es ist sogar die bessere A-Klasse, ganz eindeutig. Aber das lassen sie sich auch extrem gut bezahlen. Das, was hier so an Cleverness reingepackt wurde, egal ob das jetzt der MBUX-Assistent ist, der erkennt, wenn du mit deiner Hand von rechts da reinleuchtest und dann auch das Licht anmacht oder auch eine andere Optionen auf dem MBUX-System anbietet, als wenn der Beifahrer reinlangt. Es sind viele, viele tolle Ideen. Das Head-Up-Display in dem Auto, sensationell gut. Der reine Fahrkomfort, viel, viel besser als die normale A-Klasse aufgrund des höheren Reifenquerschnitts und so weiter. Aber es bleiben die gleichen Mängel im Finishing, in der Abstimmung von Motor- und Getriebeeinheit. Und natürlich klingt der Benzinmotor hier drin genauso angestrengt wie im A200 oder eben im A250e. Das sind Dinge, die kann ich nicht. Das sind Dinge, die kann ich ja nicht auf einmal hier verschweigen. Die kann ich nicht auf einmal hier verschweigen und bei den anderen Autos anbringen. Dementsprechend muss man das auch hier dazu sagen. Und es gibt noch ein Thema. Es gibt noch den Preis, den Gesamtpreis. Dazu gehen wir nochmal an unsere Special Technik, Special Effects 1.0 Tafel. Ab 45.019 Euro und ein bisschen was Kleines. Ich glaube, ich habe es abgerundet. Basispreis und der Testwagen steht schon wieder mit 58.846,30 Euro. Und das ist die Konfiguration, wenn ihr sie nachschauen wollt. M3338LJN. Den Code einfach eingeben. Ihr könnt ja mal gucken, ob ich irgendwas verpasst habe, aber ich glaube, ich habe alle Ausstattungsdetails von dem Auto reingepackt. Und 58.000 Euro. Das ist schon wirklich viel Geld, wenn man bedenkt, wo wir herkommen. Nämlich von der Technikpaket, was ich als Einsteiger bereits hier schon bekomme. Das ist das Grundsetup des Fahrzeugs. Das ist die Grundarchitektur des Fahrzeugs. Ja, ich bin in der Skala von, wie hip ist das Auto denn? Ne, da gibt es ja hier die A-Klasse, ist schon recht hip. Die B-Klasse ist nicht so hip. Der CLA ist viel, viel hipper. Der Shooting Brake ist ganz hip. Der GLA ist, glaube ich, nicht so ganz so hip. Und der GLB ist noch weniger hip. Und die A-Klasse Limousine, die finde ich ja eigentlich hipper als andere. Ist auch egal. So, du musst mich mal retten. Lass uns mal einen positiven Abschluss für das Auto finden. Eine positive Formulierung, bevor wieder all die Mercedes-Fans sagen, ich habe ja die Marke nur auf dem Kicker, ich will immer nur was Schlechtes erzählen. Welchen Ausweg habe ich denn da? We've come so far since we began. Abspann meinst du? Schwierig, ne? Wäre das ein Auto, was deiner Mutter gefällt? Nee. Oh, weil? Gegen SUVs. Und wenn man ihr sagt, das ist kein SUV, sondern ein Crossover? Weiß ich nicht. Ist immer noch zu groß. Zu groß? Ja, ich glaube schon. Und deiner Frau? Glaube ich auch zu groß. Ich weiß es nicht. Ist die auch gegen SUVs? Nee, eigentlich nicht. Nö. Wollt ihr die nicht einen Macan haben? Die will ich. Ach, die wolltest du haben. Okay. Also ich glaube, ist doch eigentlich ein ganz schönes Auto. Wenn man nicht aufs Portemonnaie achten muss und mehr Platz als in der A-Klasse möchte. Ja, ja. Und aber dann könnte man sich auch eine B-Klasse kaufen. Die hat eine ähnliche Dachlinie wie der GLA. Nee, den finde ich nicht so hübsch.
Ja, B-Klasse ist auch nicht so hip dann wiederum, ne? Nee. Das haben wir ja hier schon in unserem Hippographen festgestellt. B-Klasse geht dann eigentlich gar nicht. Es bleibt eigentlich tatsächlich entweder CLA Shooting Brake oder der GLA, ne? Und das lassen Sie sich bezahlen beim Daimler. Ich würde sagen, das Beste, was ich zu dem Auto sagen kann, ist, es ist ein raffiniert gutes Geschäftsmodell. Weil es funktioniert auch. Ja. Und ich glaube, solange die Menschen kaufen, was angeboten wird, funktioniert das Modell. Und ich kann mich eigentlich so viel Kritik sagen, wie ich will. Sie ist ja nie richtig. Sonst wäre das Auto ja nicht so erfolgreich. Sonst wären die Marke nicht so erfolgreich. Sonst wäre das Angebot nicht so breit. Richtig? Ja. Richtig. Gut. Dann war's das. Dann war's das auf Autohub. Eine weitere Episode von Hubby täuscht sich bei all seinen Fachkenntnissen im Automarkt. Und ich freue mich jetzt auf eure Kommentare unter dem Video. Was fällt euch ein zu der Philosophie mit der Plattformtechnik? Ist das grundsätzlich für euch nachvollziehbar? Welche Petrolheads gibt es, die sagen, nee, jedes Auto muss frei konfiguriert werden? Oder gibt es unter euch ganz viele, die sagen, ja, ist doch logisch, ist doch auch richtig. Und solange es gefällt, alles gut. Das war Autohub. Mein Name ist Björn Haberger. Meine Freunde, wenn ich Hubby den Kanal abonniert habt, dann dürft auch ihr mich Hubby nennen. Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ich würde mir den kaufen. Würdest du überhaupt nicht? Du würdest den MX-30 kaufen. Ja, gut. Ja, ist auch ein SUV. Und ist hübscher und ist voll elektrisch. Ja, aber ich würde den, glaube ich, lieber haben wollen als eine A-Klasse. Naja, aber so ein Premium-Produkt kannst du ja nicht nach der Scheißehäufchen-Methode machen. Das macht man ja nur bei Wahlen. Ne, man wählt das Häufchen, was am wenigsten stinkt. Klar. Bei Premium-Automobilen ist das für mich kein Vergleich, den man anbringen kann. Wenn ich gucken würde, was würde ich sonst noch für 60.000 Euro bekommen? Um Gottes Willen. Was kostet ein Macan? Ja, es kommt jetzt drauf an. Neu, gebraucht, Jahreswagen. Ja, Porsche macht das Gleiche. Da fängst du da erst an und dann machst du noch für 20.000 Euro Extras rein. Macht auch keinen Sinn. Aber überleg dir mal, was ein CX-5 kosten würde. Ja, na? Natürlich. Gut, aber es gibt, wenn man einfach Mercedes will, weil man einen Mercedes will, dann muss man sich einen Mercedes kaufen. Ja, aber wenn man einen Mercedes will. Stefan, du willst doch einen Mercedes. Ja. Würdest du dir so einen GLA kaufen? Ich muss dringend über das Personal hier reden. Dringend. Also wie mit dem iPhone. Wenn du ein iPhone willst, dann muss das ein iPhone sein. Da geht auch kein Android irgendwas. Willst du mir jetzt sagen, dass das ein iPhone ist? Ja. So habe ich das ja noch nie gesehen. Naja, mit den Möglichkeiten, wie man da, also wenn ich an die A-Klasse denke, was man da alles einstellen kann, wie... Ja, aber von der Haptik her ist es kein iPhone. Nee? Okay. Nee. Ja, es ist kein schlechtes Auto, das ist schon wahr. Aber es könnte ein besseres Auto sein noch. Es könnte besser sein. Ja gut, gibt's ja dann bestimmt, oder? E-Klasse irgendwas? GLE oder... Naja, das ist ja wieder eine ganz andere Architektur. Allein schon GLC ist ja eine ganz andere Mathematik schon wieder. Das ist eine ganz andere. Auf einmal hast du einen längs eingebauten Motor, hast vernünftige Automatikgetriebe. Und was kostet der dann? Das weiß doch ich nicht aus dem Kopf. Aber wir können das nachschauen. Wir machen ja sowieso vieles anders als sonst. Insofern können wir die Frage natürlich beantworten. Jetzt sind wir bei 60.000 Euro. 60.000 haben wir gerade gesagt. Jetzt willst du willst einen Mercedes haben und hast 60.000 Euro Geld. Genau. Ich hätte gern für das Geld Mercedes. Ja, dann nicht das. Das. Dann nehme ich halt nicht das Big Mac-Menü mit das, Pommes. Das will ich. Ja, nee 60.000. Okay. 60.000 und du willst ein SUV haben. Ja, und dann lasse ich die Pommes weg. Dann nehme ich halt den lässt die Pommes weg. Upselling. Ne? Also eine G-Klasse. G-Klasse, das wäre das perfekte Upselling-Ergebnis. Kaufen. Da fangen Sie schon an, statt dem Preis, fangen Sie schon gleich an mit der Finanzierungsrate berechnen. Ja. Ich glaube, da brauchst du schon gar nicht auf den Preis weiterzugehen. Nee, das wussten wir aber vorher also auch schon. GLE erinnere ich mich noch, ne? Da waren wir noch in Texas. GLE oder? Waren wir in Texas, gibt es ja auch als Hybrid, aber da würde ich ja den 400er Diesel nehmen.
So, GLE Konfigurator. Ja, siehst du, da bist du schon beim 350 Diesel, bist du schon. Oh je, der Diesel ist der billigste. Der 350er Diesel ist der billigste, sehe ich das richtig? Gibt's, doch, da gibt es den 300er Diesel noch. Es gibt den 300er Diesel, der fängt aber schon bei 68 da. Aber wir wollen ja, wir können ja jetzt eigentlich keinen Diesel mit einem Plug-in-Hybrid vergleichen, oder? Was hast du gesagt? GLC. GLC. Das ist eine Nummer kleiner. Du warst jetzt beim GLE, ich sag GLC. SUVs, GLC. GLC. Ich überlege gerade, wäre vielleicht nicht gleich ein EQC und dann nicht leasen, sondern so, GL. C-Hybrid, da ist der 300er E-4-Matic. Ich habe schon 4-Matic, habe den Mercedes-Benz-Motor, nicht den Renault oder nicht den Kooperationspartner-Motor, habe das 9-Stufen-Automatikgetriebe längs eingebaut, auch das Getriebe, eine Mercedes-Entwicklung. Und du fängst aber halt bei 54.000 Euro nackig an und hast jetzt nur noch 4.000 Euro an Extras. 4.000 Euro an Extras. Die meisten Leute verplempern ja einen großen Teil schon mal gleich mit der AMG-Line. Das können wir, müssen wir uns verknurzen. 2-3 für die AMG-Line. Ja, wahrscheinlich ist das MBUX das, was teuer ist und was den Mercedes dann zum iPhone macht. Ja, das sowieso. Und hier ist ja noch der MBUX-Assistent drin. Ja. Also wenn wir jetzt noch die Farbe nehmen. Schwarz. Ich finde ja Schwarz eine furchtbare Farbe für Autos. Aber Hyazinthrot, meine Lieblingsfarbe, kostet 1.300 Euro Aufpreis. Na, das ist ja alles nur Schmuck am Nachthemd. Schmuck das am Nachthemd, alles okay. Weglassen. Okay, dann lassen wir auch die Basisfelgen drauf. Völlig. Aber wir müssen Sachen machen, die reingehören. Ja, das, was dir beim Fahren... Was mir beim Fahren, also was Extras. Was dir beim Fahren, MBUX. Ja, MBUX. Was ist mit Keyless Go? Muss nicht sein. Okay. Wenn das alles extra kostet, das ist ja schrecklich. Konnektivitätspaket. Da, Business, das Business-Paket. Vorrüstung für Navigation, Smartphone-Integration. Der hat ja noch gar kein MBUX, der GLC. Na gut, dann halt nicht. Aber wir brauchen das Advanced Assistant-Paket. Das ist nämlich Totwinkel, aktiver Abstand, Spurhalteassistent, automatisch Abblende, Innen-Außenspiegel. Umfeldbeleuchtung, Außenspiegel anklappbar. Das brauchen wir. Änderungen übernehmen. Und wir brauchen das Business-Paket, weil da ist die Smartphone-Integration drin, Festplattennavigation, die LED-High-Performance-Scheinwerfer ja, sind da drin. Ja, wollte ich gerade sagen. Brauchen wir auch. Sitzheizung und die Lordosenstütze. Irgendwas? Nee, hier noch nicht, meine ist ich. Ist nicht schlimm. So, aber jetzt sind wir dann schon bei 59.800 Euro. Ja, das Abenteuer ist schon beendet. Ja, Moment, Flo. Nehme ich. Moment, Flo, Moment. Es fehlt ja noch so etwas. Ach doch, siehst du, das High-End-Infotainment-Paket, dann ist MBUX Augmented Reality für die Navigation drin. Du erinnerst dich, wo der Pfeil im Display eingeblendet ist? Ja, haben wir nicht. Ja, naja, 1.500 schlimm. Euro. Elektrische Anlage vielleicht. Ne? Anlage. Aber das ist eigentlich auch Schmuck am Nachthemd. Ne? So wie für dich die Farbe. Naja, aber High-End-Lichtpaket, wir haben noch nicht das den Multibeam drin. Der muss rein. Okay, Multibeam rein. Sehe ich auch so. Also, wenn du siehst, wie das Licht funktioniert und was es da gibt, geht nicht ohne. So, 360-Grad-Kamera ist im High-End-Park-Paket für 533 Euro ja, drin. Ja, auch rein. Ja. Aber dann ist gut. Dann ist gut. Dann war es das, ja? Ja. Okay, okay. Dann ist übrigens noch keine Burmeister-Anlage drin. Das, ne? Das möchte ich dir noch sagen. Eh nicht so, oder? Da kann man ja auch in den. Ja, nee, beim GLC war die doch gut, dachte ich. Ich weiß nicht, wir hatten auch schon eine Burmeister. Die war schlecht. Ambientebeleuchtung ist dann auch nicht dabei. Nee, Schnickschnack. Okay. Klimatisierung, achso, Sitzklimatisierung für Beifahrer. Nein, Lüftung, Sitzlüftung. Nein. Was ist denn da für ein Motor? Was war das für ein Motor? Wir haben jetzt den 2 Liter Benziner, ist das. Aber wir reden ja über den Plug-in-Hybrid. Plug-in-Hybrid ist das? Wir reden über Plug-in-Hybrid. Ja, ja, klar. Plug-in-Hybrid, aber den 2 Liter Benziner von Mercedes, nicht der vom Kooperationspartner. Ganz wichtig. War der okay? Ja, ja, ist okay. Ah ja, super, da haben wir ihn doch. So, siehst du, und hier der MBUX Interieur Assistant, den habe ich nämlich auch noch nicht drinnen. Ne? Der ist hier in dem Fahrzeug auch den schon drin. Nicht. Okay, gut.
das, wenn du das sagst. Das war's. Die Burmeister-Anlage kostet übrigens 986. Nee, muss nicht sein. Nee. Sicher? Haben wir jetzt den Preis geschlagen? Was ist denn mit den Sidebags im Front für die Kinder? Brauchen wir nicht. So, okay. Tempomat haben wir eh schon. Head-Up-Display, 1100 Euro. Brauchen wir nicht. Keyless Go, 640 Euro. Brauchen wir nicht. Ich will nachts was sehen, es muss hell sein. Air Body Control, Luftfahrwerk. Brauchen wir nicht. Lenkradheizung. Ja. 300 Euro. Sauerei, ja, aber muss rein. Aber dann müssen wir doch das Air Body Control rein. Das Fahrwerk. Nein, so jetzt reicht. Was Luft- haben wir? Wo sind wir? Wir sind jetzt bei 63.800. Okay. Das heißt, hier sind 5.000 Euro über dem GLA. Mit einem GLC 300 heißt er ja dann, ne? Obwohl, 300e 4-Matic. Obwohl 2 Liter, aber weil Hybrid. Genau, weil Hybrid. Und der hat ja dann Gesamtleistung irgendwie zu 250 oder so. Ja, super. Lass mich kurz mal nachschauen. 211 PS plus, ja genau, 211 PS der E-Motor und 211 PS der Benziner und 122 der E-Motor. Der läuft dann schon 230. Gut. Haben wir den auf dem Kanal? Haben wir einen GLC schon gemacht? Haben wir wir haben keinen GLC bisher gemacht. Ja, vielleicht hat einer von deinen Zuschauern einen GLC, den wir uns mal angucken. Bist du jetzt der Moderator? Achso, Entschuldigung. Oder ich? Ja. Wir haben jemanden, der einen GLC hat, aber keinen Plug-in-Hybrid. Der Damn Fast Raspberry hat einen GLC 43, mein Freund, richtig? Du wirst ja dieses Video anschauen. Also jetzt machen wir mal einen Termin aus, dass du deinen Eimer mit hierher bringst, um wir den dann im Anschluss nochmal auseinandernehmen und uns den anschauen und dann den Zuschauern auch zeigen können, so ein bisschen der Unterschied. Ne? Wir haben ja jetzt hier reingesetzt, haben schon gemerkt, gegenüber A-Klasse ganz klare Upselling-Argumente. Aber ich glaube, wenn wir den GLA gegen den GLC setzen und uns jetzt überlegen, dass unsere GLC-Konfiguration nur 5.000 Euro teurer ist als das. 5.000 Euro sind jetzt hier noch nicht mal 10%. Und 10% kriegt er ja wieder beim Mercedes-Händler als Rabatt. Super. Ne? Also, vielleicht. Aber ja, ich glaube tatsächlich. Da kriegen wir den mal von Mercedes in der Konfiguration. Ich weiß nicht, ich glaube, ich müsste dann endlich mal was Gutes über Mercedes erzählen, ja, dass sie uns das Auto geben. Haben wir dann können schon? Wir ja dann. Ja, und was ist, wenn es nicht so ist, wie wir es erwarten? Ja, dann weiß ich es auch nicht. Und dann halt doch ein CX-5. Aber ich glaube, das Video war schon vor 20 Minuten zu Ende, Flo. Ja, der Akku ist auch gleich leer. Ja, ist gut so.